Here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Rund 100 Jahre, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, rund 100 Jahre lebten Wirtschaftsunternehmen und die alten Massenmedien in trauter und fruchtbarer Symbiose miteinander. Print- und Broadcast-Medien besorgten stets zuverlässig eine beachtliche Zahl an aufnahmebereiten Augapfelpaaren, in welche die Werbeindustrie dann fröhlich ihre Botschaften injizieren konnte. Aus dieser Perspektive war es natürlich ausgesprochen praktisch, dass den alten Medien ein Rückkanal fehlte, eine eventuelle Kritik der Konsumenten an Produkten oder ihrer Anpreisung blieb auf diese Weise hübsch unter dem Deckel. Kein Wunder eigentlich, dass Unternehmen und Werbewirtschaft auf das Auftauchen des Internet in etwa so irritiert und widerwillig reagierten, wie ein Pony-Express-Reiter auf die Erfindung der Eisenbahn. Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat sich Martin Oetting ausgiebig mit der Frage beschäftigt, wie miteinander kommunizierende Kunden die Welt der Wirtschaft verändern. Und an diesem Wissen lässt er uns nun ein wenig teilhaben. Also es war ja im Grunde jahrzehntelang so, dass die Unternehmen gewohnt waren, die Kommunikation zu kontrollieren. Also es gab den Sender, das war letztlich das Unternehmen mit seiner Werbebotschaft und mit der klaren Auffassung davon, was da kommuniziert werden soll zum Produkt oder zur Dienstleistung. Und auf der anderen Seite waren die Kunden, die da eigentlich als brave Masse zuhören und das Ganze sozusagen rezipieren sollten, um dann loszumarschieren und entsprechend der Anweisungen einkaufen zu gehen. Die Unternehmen haben dabei lange ignoriert, dass ganz viel Kommunikation der Kunden untereinander, der Konsumenten untereinander, sehr viel Bedeutung und Wirkung auch hat. Jeder weiß das, wenn man in einer Kneipe sitzt und irgendjemand ein Produkt schlecht redet oder enorm begeistert davon berichtet, dann hat das Wirkung und das nimmt man ernst und das nimmt man auch eigentlich als Ratschlag an. Das haben die Unternehmen lange ignoriert. Und jetzt stellen sie fest, dass sich diese Art Mundpropaganda, diese Empfehlungen, diese Geschichten der Konsumenten untereinander, die sind plötzlich auffindbar im Netz. Die pflanzen sich fort, die findet man da, die sind digital gespeichert, die sind archiviert und Almighty Google stellt es sozusagen für alle Ewigkeit zur Verfügung. Ja, und jetzt merken die Unternehmen, Mensch, da findet ja ganz viel Marketing unter den Konsumenten statt, zwischen ihnen, und wir haben nichts damit zu tun. Wir finden da überhaupt nicht statt. Also nicht als aktive Protagonisten, sondern eigentlich nur als Objekte der Diskussion. Und ich glaube, das ist eine wichtige Veränderung im Marketing. Also ich glaube, zunächst mal ist es wichtig zuzuhören. Die Unternehmen sind es ja gar nicht gewohnt, den Kunden aufs Maul zu schauen, sondern sie sind es eigentlich gewohnt, in sehr aseptischer, sozusagen für sich abgeschlossener Marktforschung spezifische Fragen zu stellen und dann daraus Handlungen abzuleiten, die Monate später Relevanz haben, dann im Marketingprozess. Und ich glaube, dass eine viel engere Kopplung wichtig ist, dass man eben guckt, was sagen die Leute jetzt über mein Produkt, was kann ich spontan verbessern, wirklich zuzuhören, was an Mundpropaganda zwischen den Leuten stattfindet, um eben daraus auch zu lernen und daraus nicht nur das Marketing besser zu machen, sondern auch die Produkte. Die meisten Marketingabteilungen sind nicht darauf ausgerichtet, zuzuhören. Die wollen immer senden. Wir brauchen noch einen Werbespot, wir brauchen noch einen E-Mail-Newsletter, wir brauchen noch eine, ein Event-Sponsoring, wo wir die großen Banner aufhängen können. Das hat nichts mit Zuhören zu tun. Also ich glaube, da muss man viel umlernen, da muss man die Bereitschaft haben, sich auch klein zu machen. Ist ja uncool. So ein richtig cooler Marketingmensch, der fährt ein dickes Auto und arbeitet mit einer dicken Agentur und ist richtig cool. Wenn man sich aber hinstellt und von Trautchen und von Paul und von Reinhard erfährt, warum die das Produkt nicht wieder kaufen und was die ihren Freunden darüber erzählen, dann ist das ziemlich unglamourös. Und das, glaube ich, hat sehr viel mit Umdenken dann zu tun. Ein Blog kann ein Instrument sein, ist aber nicht das einzige. Also ich glaube, dass man das Zuhören auch auf unterschiedlichsten Wegen organisieren kann. Man kann hingehen und sein Callcenter einfach darauf einstellen, wirklich mal zuzuhören und nicht nur abzuwimmeln und wegzudrücken und schwierig zu sein, sondern festzustellen, das Callcenter ist keine Kostenstelle, sondern das ist eigentlich ein Profit-Center, was ja Kunden drehen kann. Wenn einer im Callcenter wirklich zuhört und sich Zeit nimmt und Probleme löst, dann kostet der natürlich auf Anhieb viel Geld. Aber ich glaube, dass er mittelfristig
ja, in der Wirkung, die er auf diese Leute hat, eher Geld einbringt als kostet. Ich glaube, dass man mit Geld nicht weit kommt. Weil letzten Endes versucht man Meinung zu kaufen und das geht immer in die Hose. Stattdessen glaube ich, dass die meisten Unternehmen wirklich Geschichten haben, die interessierte Menschen dann auch hören wollen. Das heißt, wenn man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, zum Unternehmen zu kommen und zu sagen, erzählt mir eure Geschichten, sagt mir, was andere nicht wissen, gebt mir die Insider-Stories, lasst mich ein VIP sein. Denen die Geschichten zu vermitteln, denen zu erzählen, was erzählenswert ist, das kann man machen. Ich glaube, dass die meisten Marken Geschichten haben und wenn sie ein bisschen suchen danach, die zu erzählen lohnen und die Geschichten an die richtigen Leute zu vermitteln, ich glaube, das ist ein besserer Weg, anstatt Blogger zu bezahlen. Die Unternehmen, die verstanden haben, dass man hinhören muss und nicht nur selber reden, ich glaube, die können sehr viel gewinnen. Und deswegen ist auch das Web 2.0 fürs Marketing so spannend, weil das ja plötzlich Instrumente bietet, wo man eben mal hinhören kann, was die Leute reden, schreiben, sagen, podcasten, videocasten, sonst was. Und wo man darauf achten kann, was Konsumenten über meine Marke, über meine Branche, über mein Unternehmen sagen. Also ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Also immer dann, wenn jemand sich nur als Sender wahrnimmt und dass die Neuerungen im Web nur als Neusortieren von Konsumentengruppen wahrnimmt, dann gibt es ein Problem. Wenn man einfach nur in Communities reingeht und sagt, super, hier sind sie alle, jetzt machen wir wieder Banner und Werbung und kaufen Editorial Content, das ist ja das alte Lied. Die Frage, die Unternehmen sich in diesem Zusammenhang stellen, ist, wie kann ich den Kontrollverlust vermeiden über meine Kommunikation? Denn sie wollen ja alles kontrollieren. Sie wollen ja, dass die Botschaft so perfekt und glatt poliert und blank geputzt rüberkommt, wie man sich das im Unternehmen vorstellt. Das geht natürlich nicht, wenn die Konsumenten mitmachen. Denn die drehen das und wenden das und machen ihre eigene Sache draus und sagen vor allem auch was Schlechtes. Die sagen nicht nur das Gute. Aber die Annahme, man hätte schon immer seine Kommunikation kontrolliert und das müsse auch weiter so sein, die ist natürlich falsch. Denn in dem Moment, in dem man die aufmerksamkeitsstarke Werbung geschaltet hat, fangen die Leute an, drüber zu reden. Und der eine sagt, ich habe es ja schon gekauft, ist scheiße. Der andere sagt, nee, super. Und plötzlich findet ein differenzierter Meinungsbildungsprozess statt. Und das war auch vor 30 Jahren schon so. Das ist ja nicht neu. Das heißt, zu glauben, dass man in seinen Marketingbemühungen alles kontrolliert, steuern, nach den eigenen Vorstellungen lenken kann, das ist nicht realistisch. Ich glaube, dass es wichtiger ist, anzuerkennen, dass Marketing zum Teil vom Unternehmen gemacht wird und zum Teil von den Kunden, von der Zielgruppe, von den Leuten, die das kaufen sollen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann merkt man, dass es sinnvoll ist, denen auch zuzuhören. Wenn man jetzt viel darüber redet, dass Dialog und Zuhörbereitschaft eine Rolle spielt, dann fragt man sich natürlich, wie soll man das skalieren? Wie soll denn das gehen? Also ein Unternehmen, was, weiß nicht, 50.000 Mitarbeiter hat und an Millionen Kunden verkauft, wie sollen die jedem Einzelnen zuhören? Und jetzt wird's spannend. Denn an der Stelle wird deutlich, dass letztlich gute Kommunikation und gutes Marketing künftig ganz viel damit zu tun hat, dass erstmal die eigenen Mitarbeiter begeistert sind. Dann hat man das Problem gelöst. Denn dann sind so viele Kontaktpunkte da, dass jeder, der da draußen irgendeine Frage hat, sich an irgendjemanden wenden kann. Es sind genug im Umfeld. Und du weißt auch, wenn du die Marke im Geschäft siehst, ach Mensch, ist doch der Paul. Und genau das sind die Sachen, glaube ich, die am Schluss eine Rolle spielen. Und wenn das Produkt, das du gekauft hast, Ärger macht, dann gehst du zum Paul. Und dann geht's nämlich andersrum. Dann muss der zuhören. Und dann hört der sich an, was da kaputt gegangen ist und sagt, ich kümmere mich drum. Und der hat dann eine Struktur im Unternehmen, die darauf eingestellt ist, solches Input auch aufzunehmen. Aber das zeigt natürlich auch, was für einen Weg Unternehmen noch vor sich haben. Wer jetzt die alte Denke hat und sagt, Marketing, das machen die Leute, die 30 da in dem coolen Büro, die immer zu der Agentur fahren. Und dann gibt's Produktentwicklung und sonst was und noch was und alle hängen irgendwie in ihren Silos. Geht natürlich nicht. Insofern ist ein enormes Umdenken dahingehend notwendig, dass die Leute verstehen müssen, dass jeder Mitarbeiter Marketingabteilung und PR-Abteilung ist. Und ich glaube, dafür haben viele Leute unglaublich Angst. Märkte sind Gespräche, hieß es bereits 1999 im Cloutrain-Manifest. Gespräche wiederum sind es, die einen Großteil des Faszinosums am Web 2.0 ausmachen, was den einen oder die andere zur Frage verleiten mag. Was ist eigentlich Web 2.0? Nada imposible. Al final voy a tener que mover el culo y ir a la tienda. Vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war es auch schon für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter.
den evolutionären Drang zur Technik aufhalten zu wollen, hieße die Luft anhalten. Der inhumane Kern eines jeden Denkens, das sich der Technik verweigert, ist Tod, Entropie oder bestenfalls Stasis. Überall, wo man sich ideologisch mit der Entlarvung von Technikgläubigkeit brüstet oder selbst definiert, lässt sich im Kern dieser geistige Kältetod aufspüren. Meist in der Hülle der naturwissenschaftlichen Unbildung bis Dummheit und dem ewigen »Verweile doch, du bist zu schön« auf den Lippen.